Heute zeige ich dir ein super cooles Logic-internes Plugin, das ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil ich es seit 3 Jahren nicht mehr benutzt habe, mit dem du aber deine Produktion im Handumdrehen spannender machen kannst. Also dranbleiben lohnt sich, wie immer. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir als erstes und unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Also runterladen lohnt sich und jetzt geht's los. Ich arbeite gerade an einem Intro für eine Produktion und habe da versucht, einen spannenden Basssound zu finden. Und im Moment oder bis jetzt hört sich das in ungefähr so an. Also ich finde den Bass-Sound hier ziemlich cool und gemacht habe ich das mit dem Logic internen oder MIDI-FX-Plugin von Logic und das heißt Modulator oder sagen wir zu Deutsch Modulator. Mit dem habe ich diesen Bass-Sound erzeugt. Wie der ohne dieses Plugin klingt, zeige ich dir auch noch kurz. Das ist so. Ja, das klingt ganz gut, der Basssound klingt gut, er ist von Alchemy, aber es ist so ein bisschen langweilig und ich wollte insgesamt einfach ein bisschen mehr Bewegung da reinbringen. Und deswegen bauen wir das, was ich jetzt hier gemacht habe, einfach nochmal nach. Ich mache hier den Modulator nochmal raus und die MIDI-FX-Plugins, die findest du hier oben direkt unter dem EQ, die übersieht man auch gerne. Und hier siehst du den Modulator. Der besteht aus einer LFO-Sektion und einer Enveloper-Sektion, das ist so die Hüllkurve. Der Modulator selber erzeugt keine MIDI-Noten, sondern nur Bewegung. Und wenn ich ihn jetzt hier zuschalte zu meinem Alchemy-Sound oder zu meinem Alchemy-Synthesizer, dann siehst du hier schon, wie sich das Movement-Rädchen hier, das ist das Modulationsrad, in dem Fall, wie sich das hier hin und her bewegt und zwar zeitgleich mit diesem oder mit dieser Anzeige hin, mit diesem Display. Ja? Wenn ich ihn jetzt zuschalte, klingt das zunächst mal so. Ja, was jetzt hier bewegt wird, das ist das Modulationsrad. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte den Cut-Off-Filter steuern, weil der meines Erachtens hier besser passt. Damit du hier die Bewegung besser sehen kannst, kann ich hier auf halbe Noten runtergehen. Jetzt siehst du, jetzt wird die ganze Sache hier langsamer. Und ich möchte auch nicht diese Zickzack-Kurve hier, sondern ich möchte hier so eine Sine-Wave haben. Das kannst du hier oben einstellen. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten und du kannst auch noch ein Offset hier machen. Das heißt, du kannst die zeitlich verschieben. Ich möchte das aber jetzt hier einfach in der Mitte lassen, weil dann startet die Modulation bei einem Nulldurchgang, also hier. Und das finde ich eigentlich immer am besten bei sowas. Jetzt klingt es zunächst mal so. Der Effekt hier, Modulation, passt nicht so ganz. Und deswegen, wie gesagt, will ich das Cut-Off-Rädchen hier steuern. Und das geht ganz einfach in Logic, schnell, einfach und intuitiv. Ich suche mir hier einen leeren Slot, das ist Nummer 3. Dann gehen wir hier auf Learn Plugin Parameter. Hier gehe ich drauf und jetzt alles, was ich jetzt machen muss, ist an dem Modulationsrad zu drehen, am Cut-Off-Rad, Entschuldigung, zu drehen. Das siehst du hier und jetzt siehst du hier schon, dass sich hier jetzt nicht mehr das Movement hier bewegt, sondern mein Cut-Off-Rädchen und so wollte ich es auch haben. Das klingt jetzt schon mal wesentlich spannender, aber wir können es noch krasser machen, indem wir hier den Enveloper, diese ADSR-Hüllkurve hier dazuschalten. Und hier können wir den Sound jetzt weiter manipulieren. Ja? Was besonders spannend ist, ist dieses Enveloper-to-LFO-Read. Das bestimmt die Intensität der LFO-Rate. Und wenn ich die jetzt hier ganz nach oben drehe, dann bewegt sich das hier schneller. Und zwar
nachdem die Attack-Zeit hier eingesetzt hat. Hier kannst du auch steuern, wann das einsetzt. Zeige ich dir gleich noch ganz genau. Ich drehe dich mal ganz nach oben und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ich kann es auch mal hier direkt anspielen. Ja, kannst auch wieder ein bisschen zurückdrehen. Dann bewegt es sich langsamer. Aber ich möchte es so schnell haben, das ist schon mal gut. Und ich kann hier oben bestimmen, wann es einsetzt. Also ich kann ein Delay bestimmen, dass er später einsetzt, möchte ich in dem Fall nicht. Dass insgesamt hier die Hüllkurve später, also die Manipulation hier später einsetzt und wie lange sie anhält und so weiter. Also jetzt habe ich hier die Attack-Zeit hochgedreht. Dann fängt er in dem Fall an, schneller oder länger zu warten, bis er die Intensität dieser LFO-Rate hier nach oben dreht. Okay, ist mir in dem Fall jetzt aber zu lang, deswegen mache ich es jetzt hier wieder zurück. Und was auch sehr spannend ist, ist hier diese Enveloper-to-LFO-Amp. Was ich jetzt hier machen kann ist, wenn ich das hier hochdrehe, ich spiele es einfach gerade mal an. Ist, dass dieser Cut-Off-Filter oder dass dieser Drehregler dann nicht mehr komplett hin und her schwankt, also von der Einstellung ganz unten bis zur höchsten Intensität, sondern ich kann das so einstellen, dass er also nicht mehr sich komplett bis zum Anschlag hin und her dreht, sondern dass er hier nur oben bleibt oder eben in die andere Richtung entsprechend, halt so rum in der anderen Richtung entsprechend weiter unten. Dann haben wir eher diesen Enden-Effekt hier. Ich lasse es gerade mal so. Wir können das hier noch machen, dass wir es besser sehen. Und jetzt haben wir schon diesen Effekt, den wir eigentlich wollten hier. Es gefällt mir schon ganz gut jetzt. Du kannst natürlich auch noch mit der Rate hier rumprobieren. Vielleicht sind andere Notenwerte spannender. Wir können das langsamer machen oder eben noch schneller. Ja, also krasse Effekte, die du erzeugen kannst, aber in dem Fall ist mir jetzt die halbe Note am liebsten. Und wenn ich jetzt hier spiele, muss ich im Prinzip nur noch gucken, dass das auch perfekt zum Timing hier passt. Ich denke mal, ich muss noch ein bisschen an der Attack-Zeit rumspielen, dass dieses Movement, diese Bewegung aufhört, bevor der nächste Downbeat kommt. Und das probiere ich jetzt mal, während er spielt, vielleicht am besten mit den Drums zusammen. Und so kannst du im Handumdrehen deine Sounds spannender machen. Hast du diesen Modulator, hast du den auf dem Schirm gehabt oder hast du überhaupt mal mit diesen MIDI-FX-Plugins gearbeitet? Da ist ja zum Beispiel auch der Arpeggio da drin, der auch sehr interessant ist. Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls dir dieses Tutorial gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!